Hallo Leute, willkommen bei meinen Abenteuern auf Spectacle Island. Wird es mir gelingen, das heruntergekommene Gehöft in eine blühende Farm zu verwandeln? Dies ist Teil 78. So, wir haben hier ja Bäume gefällt und Shep und Krumm das Feld beschnitten. Jetzt fahre ich hier mal weg mit dem Holzernter. So, könnte ich eigentlich da hinten unterstellen. Und das Holz müssen wir dann auch noch wegbringen. Aber ich denke mal, ich fange erst an auszusehen. Mit der aktuellen Form. Ja, wobei, da fällt mir ein, vielleicht sollte ich hier sogar auch ein paar Meter wegnehmen. Weil da tun sich die Maschinen auch schon ein bisschen schwer mit dem Abgrund hier. Und das Feld ist dann ja bestimmt immer noch groß genug. Prima rein, wunderbar. Gut, dann werde ich jetzt hier erst noch mal ein bisschen was abschneiden von dem schönen Feld. Das arme Feld. So. Und wenn ich dann hier noch ein bisschen dazu mache, dann haben wir das am Schluss vielleicht doch auf einer Linie. So, ich glaube, ich nehme einfach mal hier diese Breite weg. Dann ist auch die Gefahr nicht so groß, dass ich mich da vermale. So, und ich denke mal, auf der Fläche können die Maschinen ganz gut wenden. So. Jawohl. Ja. Ja, das ist schon eine spürbare Verkleinerung. Ja. Aber es ist immer noch ein großes Feld. Gut, wo habe ich denn meine schöne große Sämaschine? Und der ist auch fertig geworden. Sollte ich vielleicht erstmal hier den fertig ernten lassen und dann zum nächsten Feld fahren. So. So, komme ich da runter? Das ist ein bisschen steil. Oh. So. Jetzt wird es eng. Vielleicht sollte ich erst hier vorbei und dann... Nein! Ja, bestimmt denkt ihr euch, ich könnte doch auch mal den
das Schneidwerk abkoppeln. Dann hätte ich die Probleme nicht. Ja, es passt gerade überhaupt nicht durch. Ob ich mich hier so fädeln kann? Nee, auch nicht. Aber ich kann wahrscheinlich... Ich betreibe das jetzt sozusagen als vergnüglichen Sport, zu versuchen, möglichst ohne Abkoppeln überall breitmaulfroschig durchzufahren. Jedem seine Herausforderungen sozusagen. So. Gut. Wunderbar ernten. Und ich hüpfe mal hier zu meinen Maschinen. Da ist auch meine wunderbare Seemaschine. Die lassen wir jetzt auf dem großen Feld arbeiten. Und auf dem Fünfer nehmen wir die normale Seemaschine. So. Hier ist es immer noch. Stopp, 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 stopp. Zurück, 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 zurück. Er fährt nicht zurück. Ey, was mache ich denn jetzt? Also ich bin die ganze Zeit auf der S-Taste und versuche zurückzufahren. Er schafft es nicht. Nein. Dann muss ich versuchen hier. Eieieiei, hier so um die Kurve zu fahren. Das ist ja schrecklich. Ich wollte nur ein... Eieieiei. Das. So. Am Abgrund. Eieieiei. Ja, da frage ich mich auch, wie ist das für Bauern, die tatsächlich an solchen Abgründen arbeiten? Also in den Bergen und auf manchen Inseln kann das ja durchaus mal tatsächlich passieren. So. Ja, ich glaube, das ist jetzt einigermaßen gut. So, uff. Meine Nerven. Okay, und jetzt fahre ich wahrscheinlich mal das Holz verkaufen. Denn der ist ja ziemlich schnell. Also, der Seehelfer ist schnell. Darum mache ich mich hier gleich mal aus dem Staub. Und danach werde ich dann die Aussaat von Feld 5 anfangen. Oder, jetzt bin ich ja hier schon aus dem Staub. Fahre ich hier noch ein paar Meter. Und dann hüpfe ich zur anderen Seemaschine. So. Okay. Gut. Die ist bestimmt auch hier irgendwo. So.
Da steht sie. Ja, dann nehme ich doch einfach hier meinen kleinen Fan. Das wird ja hier schon zur Dauereinrichtung mit dem Mähdrescher beim Pferdestall. Boom. Und jetzt hat Helfer eh einen vollen Korntag. Naja, das ist gut. Dann kann ich da nämlich auch gleich hinfahren. So, jetzt sollten wir das nächste Mal nicht schon wieder Sojabohnen machen. Ah, hier wollte ich wieder Hafer anbauen. Ich erinnere mich. So. Und hier hüpfe ich mal in den rein. Und schnell wegfahren. Schnell, 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 komm. Vorwärts. So. Ich meine, hier würde man wunderbar breitmaulfroschig runterkommen, aber da ist es halt sehr steil. Ich könnte da ein bisschen von der Steilheit wegnehmen, weil das ist ja im Prinzip wie so eine Rippe, die sich da aus der Landschaft erhebt. Ah, und ihr habt euch gewünscht, dass ich mit Fruchtzerstörung und Unkraut und allem anderen spiele. Und das wäre lustig oder schön. Ich glaube, das wäre weder lustig noch schön. Denn es wäre ein ewiges Hin- und Her-Gegurke, wenn ich vermeiden wollte, hier ins Feld zu fahren. Dann müsste ich da erstmal den Anhänger bereitstellen, dann müsste ich in den Mähdrescher steigen und mit dem rumfahren. Es wäre also noch viel mehr, ja, Hin- und Her-Gegurke. Und ich glaube nicht, dass das zur Schönheit beiträgt. Und ja, an Unkraut bin ich ja schon verzweifelt bei der Mercury Farm. Weil ich halt so schnelle Erntezyklen immer habe. Gut. Dass ich einfach keine Zeit habe für die Unkrautbekämpfung. Ah, das ist natürlich eine gute Idee. Ja, sehr gut. Fragt sich nur, warum das Ding da so drin steht. Jetzt fällt's um. Wunderbar. Festbinden. Prima. Ah, ich hätte es ausschalten können. Aber dann hätte ich die jetzt nicht erwischt. Ist doch schön, dass er die mal mitnimmt. So.
Ja, wir haben auch schon eine ganze Weile kein Holz mehr verkauft. Gerade noch mal gut gegangen. Auf solche Musik stehe ich. Das gefällt mir richtig gut. Jetzt muss ich hier leider aussteigen. Aber ich steige ja gleich wieder ein. Ja, hier auch noch der ganze Lärm. So. Immerhin ist ein bisschen Geld bei rumgekommen. Fahren wir mal da unten rum. Ja, Helfer E ist fertig. Das könnte eventuell der Ideal sein. So, jetzt brauche ich auch ein neues Plätzchen für den. Der ist ja zu lang für die meisten Unterstände. Ob ich dahinter passe? Nee. Oder ob ich mich wieder hier hinstelle? Das ist auch ein bisschen blöd. Dahinter? Das sind zu viele Bäume im Weg. Aber ansonsten wäre dahinter vielleicht gar nicht so schlecht. Na, erstmal nicht so optimal. Ich stelle mich mal hier ab ins Gebüsch. Auch nicht gut. Da muss ich ja oft rangieren. Vielleicht hier. Ja. Okay. Jetzt gucken wir erstmal nach Helfer-Dingenskirchen. Jawohl. Brav. Relativ brav. Und ich muss natürlich auch mal wieder Ballen einsammeln gehen.
auf dem Grasfeld. Oh, es ist schon 6:30. Schnell langsamer stellen. Es wird sowieso mal wieder knapp mit den Ballen. So. Tja, das Feld da drüben ist immer noch nicht reif. Und da steht, glaube ich, auch noch der Dünger. Also der Trecker mit dem Düngerstreuer. So. Jetzt kommt der nächste Versuch, Breitmaul froschig von einem Feld zum anderen zu kommen. So, wahrscheinlich geht es so am einfachsten, wenn ich jetzt nicht an dem Felsen hängen bleibe. Ging? Ging? Meine Schwester in Altkirch, die hat Felder, die 15 Hektar groß sind. Da lohnt sich so ein Mähdrescher natürlich schon. Also gut, bei meinen beiden Großen lohnt sich der auch. Hier ist es mehr ein Witz, mit so einem großen Mähdrescher auf diesen kleinen Feldern zu arbeiten. Aber ich habe ihn ja hauptsächlich wegen der größeren Felder. Und die kleinen mache ich ja auch oft mit dem kleinen Mähdrescher. So, jetzt hier an die Arbeit. Oh, oh, oh. Eie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 
So. Gut, diese eine Fuhre kriege ich ja noch problemlos unter. Und dann kann ich auch noch eine Fuhre voll machen. Und hier schon mal abladen. So. Ich denke, ich mache das einfach mal, und wenn ich hier mit den wenn ich mit den Silageballen fertig bin, dann sehen wir uns wieder. Also nicht mit allen Silageballen, weil die kriege ich jetzt ja gar nicht alle unter, sondern ja, relativ fertig. So, das wäre jetzt erstmal erledigt. Die BGA muss jetzt fleißig arbeiten. Ah, dieses Geräusch finde ich immer gruselig. Und der ist offenbar auch soweit. Dann leere ich den mal aus. Der erntet schon schnell, der Ideal. Der macht das einfach mal so nebenbei, drei, so kleine drei Felder, so. Zap, zap. So. So, dann hat er sich auch den Feierabend verdient. Ja, und ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich werde mich wohl noch drum kümmern, dass die ganzen Ballen in die BGA kommen. Und nebenbei lasse ich hier noch ansehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am nächsten Tag wieder. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.